Ja, hallo. Ist ja jetzt Open Mic, da halte ich einfach meine Rede. Ja, liebe Piraten, es ist viel passiert, seit ich in Heidenheim im Scherz gesagt habe, wir holen in Berlin die 5%, wenn ich nicht zum Bundesvorsitzenden gewählt werde. Wir haben in Berlin 8,9% geholt. Ja, das sind die Politiker, die brechen immer sogar ihre Nichtwahlversprechen. Und wir haben bewiesen, dass die Piratenpartei keine Eintagsfliege ist und dass man durch harte Arbeit in ein Landesparlament einziehen kann. Nicht mit billigem Populismus, sondern mit einem vernünftigen, progressiven Programm. Und es waren auch nicht die Berliner, die jetzt die 8,9% in Berlin geholt haben. Es war die Piratenpartei mit all ihren Mitgliedern, mit allen, die seit 2006 unermüdlich daran arbeiten, nicht nur politische Inhalte, sondern auch den Stil der Politik zu verändern. Und in diesem Wahlkampf sind wir selbstbewusst aufgetreten. Freiheit statt Angst. Wir haben nicht gesagt, wir sind eine 2% Kleinpartei, bitte, bitte, bitte wählt uns. Wir haben gesagt, das hier sind unsere Konzepte, das hier ist unser Programm. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr halt was anderes wählen. Und wir haben zu den Themen, zu denen wir nichts sagen konnten, nichts gesagt. Und auch das findet Anklang in einer Zeit, in der politische Entscheider immer unglaubwürdiger werden. Unglaubwürdig, weil sie behaupten, zu jedem Problem eine passende Lösung zu haben. Politik aber ist keine Religion. Sie liefert nicht die richtigen Antworten, sondern Politik muss die richtigen Fragen stellen. Die Piratenpartei ist keine Internetpartei. Wir wurden durch das Internet sozialisiert, wir kommunizieren über das Internet, aber wir machen doch keine Politik für das Internet. Wir sind nicht die Internetlobby. Das Internet verändert unsere Gesellschaft global und wir befinden uns gerade im Auge des Sturms einer gesellschaftlichen Entwicklung von der Tragweite der industriellen Revolution. Und wir sind die Kinder dieser Revolution. Und wir müssen diese Revolution gestalten. Und das haben wir seit 2009 gemerkt, dass andere Parteien diese Revolution noch nicht mal anerkennen. Und sie wollen sie daher auch nicht gestalten. Und durch uns formuliert im Moment eine ganze Generation ihren Anspruch an politischer Mitbestimmung. Wir werden auch nicht aus Protest gewählt, sondern weil wir einen Zeitgeist erkannt haben und auf Bedürfnisse eingehen, die bis jetzt noch nicht mal als solche erkannt worden sind. Michael Seemann, auch bekannt als MS Pro, sprach von der Plattformneutralität. Die Chancen und Möglichkeiten der neutralen Plattform Internet wollen wir auf andere Aspekte der Gesellschaft übertragen. Freier Zugang zu Wissen, Mobilität, Existenzgrundlage und ja, im Notfall auch der freie Zugang zu Rausch. Wir wollen die technischen Entwicklungen positiv einsetzen und sehen vor allem die Chancen im Neuen. Wir brauchen doch nach gefühlten 20 Jahren Krise ein positives Bild und Konzept von der Zukunft. Welche Partei möchte denn heute noch einen positiven Entwurf für die Zukunft entwickeln? Und wir müssen auch die Machtfrage im 21. Jahrhundert neu stellen. Wer übt denn Macht gegenüber wem aus? In unserem Grundgesetz steht, alle Gewalt geht vom Volk aus. Aber ist das heute tatsächlich noch so? Im Moment wird die politische Mitbestimmung vorgetäuscht, da in undurchsichtigen Entscheidungsprozessen nicht mehr klar ist, wer tatsächlich Verantwortung trägt. Deshalb muss sich auch die Rolle von Parteien grundsätzlich ändern. In einem System von Mitbestimmung durch den Bürger müssen wir zum Moderator und Katalysator eines Meinungsbildungsprozesses werden. Die Fragen, die wir stellen müssen, die müssen zusammen mit Menschen beantwortet werden. Und wir können uns es als Gesellschaft nicht mehr leisten, in Konfrontation zwischen Politik und Bürger zu gehen und da einen Konflikt zu provozieren. Und wir wollen in den Bundestag und wir wollen das und wir müssen das,
Und ich kann jetzt schon aus wenigen Wochen Parlamentsbetrieb sagen, einiges in den Parlamenten ist tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Fraktionszwänge zum Beispiel, die eine sachbezogene Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg verhindert. Und wir müssen uns vor den anderen Parteien nicht verstecken. Die kochen im besten Fall, und das kann ich bestätigen, die kochen im besten Fall auch nur mit Wasser. Und ich sehe das ja bei uns, wenn wir in der Fraktion über Wikis und Ticketsysteme und Piratenpads und diese ganzen Techniken, die wir benutzen, Umlaufbeschlüsse in der Fraktion innerhalb von wenigen Minuten machen, können die anderen Fraktionen im Abgeordnetenhaus im Moment nur staunen. Die müssen da immer Präsenzsitzungen machen mit der gesamten Fraktion. Und wir können Dinge beschließen innerhalb von wenigen Minuten. Das heißt, wenn wir die Dinge, die wir einbringen wollen, in den Parlamentsbetrieb auch einbringen, bereichern wir alleine dadurch schon die Demokratie in diesem Land. Und noch zum Schluss, wir müssen uns halt auch überlegen, in was für einer Gesellschaft wir in Zukunft leben wollen. Eine Gesellschaft, in der der Wert des Einzelnen auch nicht mehr von Lohnarbeit abhängig ist, sondern davon, wie er sich in die Gesellschaft einbringt. Und eine Gesellschaft, die fair miteinander umgeht, die auf Vertrauen und nicht auf Überwachung aufbaut. Und eine Gesellschaft, die nicht resigniert, sondern sich informiert und aktiv das politische Geschehen mitgestaltet. Und das müssen nicht nur Ideale der Piratenpartei sein, sondern das müssten eigentlich realistische Anforderungen an Politik sein. Und dafür müssen wir auch in Zukunft kämpfen. Lasst uns das gemeinsam tun. Das Etappenziel ist klar, 2013. Wir stehen im Moment gut in den Umfragen. Gewählt wird aber im September 2013. Und bis dahin müssen wir arbeiten. Vielen lieben Dank. Gut, vielen Dank.